Volker Bruch, guten Abend. Sie sind nominiert heute. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an? Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Wir haben gestern lange gefeiert. Die Berlinale geht ja gerade zu Ende. Das heißt, es ist sozusagen jetzt der krönende Abschluss. Aber ich fühle mich ganz gut. Ja, danke. Sind Sie mit dem Zug hergekommen? War das wie so eine Klassenreise hierher? War der Zug voll? Es waren einige bekannte Gesichter da, aber es ging so. Ich bin am Nachmittag gefahren. So. Ich bin mit dem Produzenten hergekommen von Babylon Berlin und einer Agentin von mir. Genau. Babylon Berlin, ein Riesenprojekt, 38 Millionen. Wenn Sie das Drehbuch lesen, merken Sie nach den ersten Seiten, das ist meine Rolle? Ehrlich gesagt war das hier schon so, dass man angefangen hat zu lesen und ich wollte das eigentlich unbedingt spielen. Also es war von Anfang an so, dass das was war, was ich unbedingt wollte, was einem ja dann auch gerne mal im Weg steht, wenn man was zu sehr will. Aber das Casting hat da so ein Jahr gedauert ungefähr und ich habe die Bücher dann auch erst alle gelesen, als ich besetzt war. Also es gab am Anfang nur kurze Einblicke in das Gesamtwerk. Eins kann ich Ihnen schon verraten, die Party wird Ihnen sicher gut gefallen, denn es ist das Motto 20er Jahre. Vielleicht legen Sie einen Charleston aufs Parkett? Das kann immer passieren. Wir freuen uns drauf. Dankeschön, schönen Abend.